Es wird gefahren. Es wird gerast. Es wird gefallen. Und es wird Road Rash 3 gespielt. Und damit recht herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play Retro. Wir spielen Road Rash 3 auf dem Sega Mega Drive, auch Sega Genesis International genannt. Meiner Meinung nach eines der besten und geilsten Spiele überhaupt. Denn es gibt kein Motorradspiel, bei dem es schöner und witziger zur Sache gehen kann als bei Road Rash 3. Für all diejenigen, die Road Rash 3 bisher noch nicht gesehen haben, es ist ein Motorradrennspiel, das diverse Sprintstrecken auf der gesamten Welt beinhaltet. Und einer der Hauptkriterien dieses Spiels ist es, auf schöne und dennoch brutale Art und Weise seinen Gegnern kräftig ein paar von Latz zu hauen. Was wir jetzt natürlich hier bei der ersten Strecke in Brasilien machen werden. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr Lieben. Wir spielen Road Rash 3 auf dem Sega Mega Drive und fahren natürlich jetzt hier sofort unser erstes Rennen gegen den Pulk. So. Wir fahren jetzt hier gegen insgesamt 15 verschiedene Gegner, die alle einen Namen und eine Lebensenergieanzeige haben. Die kann man sehr schön am unteren rechten Bildschirmrand erkennen. Unter dem rechten Rückspiegel wird nämlich der nächstgelegene Gegner angezeigt und dessen Lebensenergie. Und wir müssen selbstverständlich Erster werden, um eine Stage komplett abzuschließen. Und dabei ist natürlich jedes Mittel und jeder Weg recht, um hier natürlich sich an die Spitze kämpfen zu können. Am Anfang hat man eine Faust, was uns Menschen natürlich so angeboren ist. Also kriegt natürlich hier, vor allem der Sergio jetzt hier vorne, erstmal schön ein paar verpasst. Na, sollte zumindest schön ein paar verpasst bekommen. Ist natürlich definitiv, meiner Meinung nach, eine der schönsten Art und Weisen, hier den Gegnern Einhalt zu gewähren. Denn es gibt meiner Meinung nach eigentlich kein schöneres Geräusch wie dieses Punch-Geräusch in diesem Spiel. Das ist einfach geil gemacht. Also ihr seht, ich bin verliebt. Das Spiel hat mich wirklich meine ganze Jugend lang begleitet. Und für all diejenigen, die es noch nicht kennen, mache ich auch natürlich diese Vorführung. Denn einfach um mal zu zeigen, dass wir damals als Kinder ganz ohne Full HD ausgekommen sind und uns getroffen haben, mit Freunden zusammen getroffen haben. Oh, weiß ich nicht. Mit Freunden zusammen getroffen haben und dann einfach mal einen Nachmittag hier Road Rash 3 gespielt haben. Abwechselnd oder im Splitscreen Multiplayer. Eine sehr schöne Geschichte. Ihr Lieben, wir sind jetzt hier auf Platz Nummer 4, schon auf 3 vorgerückt. Wir sind also sozusagen in den Punkten, wobei man natürlich trotzdem Erster werden muss. Aber gleich im Schlussbildschirm schön zu sehen, gibt es Kohle. Es gibt nämlich Geld für absolvierte Rennen, um später unsere Maschine oder unsere Maschinen entweder gegen schnellere Varianten auszutauschen oder zu tunen. Denn das geht hier nämlich auch schon. Eines der meiner Meinung nach wichtigsten und interessantesten Funktionen des Sega Mega Drive ist einfach dessen Geschwindigkeit. Da konnte wirklich die Konkurrenz von Nintendo mit dem Super Nintendo nicht wirklich mithalten, so flüssig und so schnell Spiele darzustellen, ohne zu ruckeln, und das in ja, einer Art Pseudo-HD-Grafik. Ist einfach ein Traum. Muss ich wirklich euch gestehen, das ist geil. Ich bin Fan. Zweiter Platz, $750 gibt's dafür und der Ikira wird uns hier noch ein paar dumme Sprüche reindrücken. Denn Road Rash 3 spielt, wie man gerade schön erkennen konnte, im öffentlichen Straßenverkehr. Wir haben da auch den Gegenverkehr selbstverständlich, der uns damit unter Umständen ganz schön zusetzen kann. Zack. Und sollte man natürlich aufpassen, dass man hier nicht vom Bike geschubst oder getreten oder gefahren wird. Denn dann heißt es zurück zur Maschine und weiterfahren. So, da
gute Biff bekommt jetzt hier erstmal eine kräftige Packung. Nach guter alter Bud Spencer-Manier gibt's hier natürlich schön Schelle links und Schelle rechts. Zack. Es gibt einen Backpunch und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, hier einen kleinen Kick auszuführen. Wenn man den anständig trifft, dann sitzt er auch. Wir waren übrigens gerade in England. Schön zu erkennen, dass wir auch am Anfang auf der linken, auf der falschen Straßenseite hier gestartet sind. Und da vorne kommt die Polizei. Die Polizei versucht natürlich, uns hier zum Sturz zu zwingen und uns dementsprechend zu verhaften. Von dem Geld, was wir haben, können wir natürlich dann dementsprechend die Kaution bezahlen. Haben wir dann irgendwann keine Kaution mehr, dann ist das Spiel noch nicht ganz vorbei. Vielleicht passiert es uns ja während unserer Spielstunden zusammen, dass wir mal von der Polizei erwischt werden und dementsprechend nichts mehr bezahlen können. Dann gibt es nämlich einen kleinen Sondermodus in diesem Spiel. Möchte ich aber erstmal nicht weiter verraten. Wäre sonst ein bisschen schade für all diejenigen, die das Spiel halt vielleicht vorher noch nie gesehen haben. Wir sind auf dem zweiten Platz. Vor uns ist der Führende, der Odi. Den haben wir jetzt gerade hier so ein bisschen in das Rädchen reingedrückt, was da als kleines, ja, Zufallsevent auf der Straße rumturnte. Das passiert bei Road Rash 3 nämlich häufiger, dass hier zum Beispiel Autos oder Fußgänger oder Tiere auf der Straße sind, die einen natürlich sofort vom Bock drücken, wenn man dagegen fährt. Und dann heißt es natürlich wieder die Füße in die Hand nehmen, das Motorrad aufrichten und wieder den rechten Gashahn durchdrücken. Ne? Die Strecken sind am Anfang noch relativ kurz. Wir haben so knapp 5,6, 5,5 Meilen ungefähr pro Strecke. Im späteren Spielverlauf ähneln sich die Strecken oder es sind sogar die gleichen. Aber jetzt bitte nicht direkt Buh schreien, denn die Strecken werden immer länger und die Gegner natürlich immer aggressiver. Die Kurven immer enger und die Wahrscheinlichkeit, dass man da mal nicht Erster wird, so wie jetzt, kann da natürlich häufiger mal eintreten. Wir haben $1000 bekommen für unseren ersten Platz, der Player A. Bitte verzeiht mir, dass ich jetzt meinen Namen da nicht eingetippt habe. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welchen Namen ich da eintippen soll. Das können wir nämlich später in der Tat noch tun. Wir spielen die nächste Strecke. Wir fahren jetzt nämlich in Deutschland. In Germany. Good old Germany. Eine sehr interessante Strecke, denn diese Strecke spielt in den Alpen. Und dementsprechend starten wir, wie in Deutschland auch üblich, auch auf der linken Straßenseite, auf unserer gewohnten Straßenseite und fahren dann jetzt hier natürlich erstmal das nächste Rennen in Deutschland. Also ich habe in meiner Spielerzeit jetzt bisher, in meinem schon 30 Jahren alter Sack, schon eine Menge anderer Road Rash Spieler getroffen und immer ein und dieselbe Frage gestellt und leider auch immer ein und dieselbe Antwort bekommen, nämlich warum die Strecke in Deutschland eine gelbe Fahrstreifenmarkierung hat. Und immer hieß natürlich die Antwort, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Aber gut zu wissen, also mal drüber nachzudenken, warum hier in Deutschland die Straßenmarkierungen gelb sind. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr mir ja erklären, warum hier die Straßenmarkierung auf der deutschen Strecke einfach gelb ist. Anstatt weiß. So, jetzt konnte man gerade hier einen schönen Effekt sehen. Wir haben nämlich dem Gegner die Waffe entrissen, nämlich diesen Knüppel. Und wir können diese Waffe auch wechseln. Wir können, das mache ich gleich nach der Kurve. Dann muss ich nämlich einmal hier umgreifen auf meinem Gamepad. Man kann durch Drücken der Nach-Oben-Taste und der Start-Taste auf dem Sega Mega Drive Pad, nämlich hier, die Waffe wechseln. Wo jetzt momentan noch der Spielername steht, sprich der Gegnername, kann man, wenn man nach oben drückt, hier sehr schön sehen, dass hier der Punch steht. Und die Start-Taste kann ich dann hier auf den Klapp, sprich auf diesen Knüppel wechseln. Und dann natürlich meinen Gegnern nicht mehr nur mit der bloßen Faust
eine verpassen, sondern auch mit dem Knüppel. So, der nächste Polizeiwagen, der hier mit leichtem Verzug uns versuchte, in den Weg zu fahren, aber natürlich ohne Erfolg, weil, ihr Lieben, wir können das doch besser als die Bullen hier im Spiel und deswegen hoffe ich mal, dass wir vielleicht sogar das zweite Rennen hier in Folge gewinnen können. Und was ich euch auf alle Fälle versprechen darf, ihr bekommt Ohrwürmer von diesen Spiele-Soundtracks. Dieses geile MIDI-Metal ist einfach absoluter Knaller. Also ihr seht, ich bin wirklich verliebt in dieses Spiel. Ich habe da auch ganz schöne Kindheitserinnerungen dran. Weil das wirklich einfach eine richtig schöne Geschichte ist. Eine richtig schöne Nummer. Also wenn ich mal so ein bisschen hier ins Mikrofon kichern sollte, wir haben gewonnen, geil. Bisschen ins Mikrofon kichern sollte, seid mir bitte nicht böse. Denn, mir geht gerade hier ganz schön einer ab. So, ihr Lieben, wir haben das zweite Rennen in Folge gewonnen. Insgesamt gibt es 5 Strecken, die nacheinander oder auch hintereinander oder auch durcheinander befahren werden können, denn das Spiel gibt hier keinen exakten Weg vor. Die nächste Strecke, die hier angegeben wird, ist Italien. Italy. Nur, wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal jetzt auf den Bikeshop. Wir haben ja jetzt hier 3.750 Dollar am Start. Und wenn wir auf den Bikeshop gehen, können wir hier mehrere Dinge tun. Wir haben hier zum einen die Möglichkeit, aus verschiedenen Motorradkategorien was auszusuchen. Nämlich Billigmotorräder, und dann haben wir Sportmotorräder und die Superbikes. Die, und jetzt alle Tuner und alle The Fast and the Furious Fans aufgepasst, es gibt Bikes, die haben Lackers, die haben NOS. Da kann man also richtig kräftig nochmal einen Geschwindigkeitsschub machen. Am Anfang eher unnötig, die Bikes sind auch deutlich zu teuer, aber in den späteren Stages macht da der Lachgasschub doch eine ganze Menge aus. Kann man nur empfehlen. Wir machen Folgendes, wir machen Upgrades. Wir basteln jetzt hier unser Motorrad ein kleines bisschen um, damit das ein bisschen fitter wird, nicht ganz so lahm ist. Die Performance lassen wir erstmal so, finde ich von Anfang okay. Protection bedeutet einfach eure Panzerung. Je mehr Protection ihr habt, umso eher könnt ihr kräftig aufs Maul fallen, ohne dass das Motorrad hinterher von den gelben Engeln wieder aufgesammelt werden muss. Wichtig ist Tires. Tires, die Reifen, einer der wichtigsten Produkte im ganzen Spiel, denn gute Traktion, gute Bodenhaftung, sehr empfehlenswert. Wir nehmen noch die Suspension, nehmen wir noch, und wir nehmen auch direkt die Protection noch. Bei der Performance lassen wir es erstmal. Ist zwar relativ günstig, aber für die zweite Stage sollten wir uns ein neues Motorrad holen. Sparen wir uns erstmal noch. Jetzt fahren wir nämlich hier zusammen. Nicht in Italien, sondern wir fahren zusammen in Kenia. Und go! Auf ein neues! Mögen die Spiele beginnen! Jetzt konnte man ja gerade sehr schön im Audio des Spiels hören, dass unser Kontrahent die Frau mit der Zielflagge überfahren hat. Was mit einem stilechten Huch hier verdeutlicht wird. Sehr geil. So, da habe ich hier einen Kick abbekommen. Der Frechdachs, dieser Sven, hat übrigens in der ersten Stage immer das Brecheisen bei sich. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben, ihr Lieben. Also, wer das Brecheisen möchte bei Road Rash 3, sollte dem Sven hier mal kräftig einen von Sack geben. Der spuckt dann nämlich das Brecheisen aus, was wir mit der Waffe Punch, sprich mit unseren bloßen Händen, wie jetzt hier wunderbar, auch aufsammeln können. Und jetzt haben wir hier ein Brecheisen. So, jetzt haben wir hier kräftig mal von einem Jeep eins draufgekriegt, der hier auf der Gegenspur gefahren ist. Und man sieht sehr schön, man steigt wieder auf, klopft sich ein bisschen Staub aus der Butz und macht dann hier natürlich sofort weiter. So, unser Slim hier vorne kriegt natürlich erstmal kräftig einen Scheitel gezogen. Und zwar mit dem Brecheisen.
Also Kinder, das macht das bitte zu Hause nicht nach. Also bitte nicht auf die Motorräder oder Roller setzen und jetzt mit einem Brecheisen versuchen, an der Ampel den einen oder anderen Fahrradfahrer vom Bike zu prügeln. Kommt nicht gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es selber schon mal gemacht habe. Aber sollte man natürlich von Abstand halten hier, natürlich im Straßenverkehr, diese Szene hier nachzuspielen. Wobei ich natürlich gestehen muss, dass wir als Kinder auf unseren Fahrrädern dann mit so Papprollen oder mit so Boxhandschuhen echt aufeinander eingeschlagen haben. Das muss ich sagen. Also ich komme aus keiner schlechten Wohngegend, das darf ich schon mal verraten, aber das konnte uns keiner nehmen. Wir mussten natürlich Road Rash 3 auf der Straße und auf dem Schulhof natürlich nachspielen, war ja klar. Okay. 4,5 Meilen von etwa 5,5 haben wir schon. Wir sind auf dem 6. Platz. Wir haben noch ein paar Kurven vor uns. Die Kenia-Strecke ist so mittelmäßig von der Schwierigkeit her. Man hat relativ langgezogene Kurven. Nicht so viel Gegenverkehr. Aber viel mit Tieren zu kämpfen. Bedeutet, mal so ein Büffel oder so ein Löwe steht da mal auf der Straße rum. Wenn wir dagegen fahren, Hals satt. Tiere suchen ein Zuhause. Der macht Dogdancing. Vierter sind wir geworden. Der 4. Platz gibt uns, soweit ich mich erinnern kann, um die $500, die wir... $400, ich muss mich sehr entschuldigen. Die gute Natascha hat natürlich 500 bekommen, wir natürlich nur 400. Die $400 können wir dann später nochmal in ein Bike investieren. Und bevor wir jetzt hier eine Pause machen, will ich euch natürlich die letzte Strecke, die wir noch nicht gespielt haben, des heutigen Tages, nochmal gerne vorführen, nämlich Italien. Italien. Es geht in die Provinz sozusagen und der Soundtrack ist natürlich dementsprechend angepasst. Hier gibt es mediterrane Metal-Klänge. Ich weiß gar nicht, ob es die Musikrichtung Mediterranean Metal in der Wirklichkeit überhaupt gibt. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr da die ein oder andere Band kennt, die da mediterranen Metal machen. Oh, jetzt kriegt der Honda hier natürlich noch sofort eine verpasst, damit er weiß, wer hier die Hosen anhat. Nämlich wir. Und dann überholen wir hier natürlich noch die kleine Autokolonne. Und hoffen, dass wir vielleicht hier kurz vor Schluss doch noch das Podium, sprich den ersten Platz, erreichen können. Übrigens, über der Kilometeranzeige ist die Bike-Lebensenergie-Anzeige. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in dieser Folge hier schon mal erwähnt habe. Wenn wir crashen oder irgendwo gegenfahren oder auch vom Bike stürzen, nimmt unsere Bike-Lebensenergieanzeige ab und ist diese komplett aufgebraucht, dann explodiert das Bike und wir müssen laufen. So, der gute Belladonna kriegt einen Donner und zwar kräftig und zwar mit dem Brecheisen. Aber ich bin echt der Freund des Faustschlages. Die Faust hat natürlich die geringste Schadenswirkung auf den Gegenspieler, macht aber einfach einen herrlichen Sound. So, ihr Guten. So, wunderbar. Die Natascha hat's vom Bike gehauen und zwar ist sie gegen den Gegenverkehr gefahren. Übrigens ein sehr, sehr, sehr schönes Feature in diesem Spiel, denn sowohl die gegnerischen Spieler, oder Motorradfahrer, die gegnerischen Motorradfahrer und auch die Zufallsevents sind in der Tat, wie der Name schon sagt, zufällig. Das heißt, die Gegner fahren keine Ideallinie, die können auch mal kreuz und quer irgendwie mal so ein bisschen vom Weg abkommen und machen das Ganze natürlich deutlich lebendiger. Nicht ganz so linear. Wir werden Zweiter. Ja gut, sind wir Zweiter geworden. Dafür kriegen wir einen Silberpokal. In der Tat.
Ja, kriegen wir einen Silberpokal. Ich schaue mir das jetzt mal eben mit euch hier zusammen an. Zack. Wieder die Animation für den Sieger, nämlich hier für uns. So, wir sind Zweiter geworden, kriegen $750. Und schauen mal eben, wie es aktuell beim Fortschritt hier ausschaut. Wir haben Kenia nicht gewonnen, wir haben Germany gewonnen, wir haben Brasilien gewonnen. Die Engländer haben wir auch wieder auf die Insel geschickt und wir haben natürlich Italien gewonnen. Bedeutet, erster und zweiter Platz, beide zählen gleichermaßen. Kenia müssen wir noch, machen wir heute nicht mehr, ihr Lieben, denn wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Und ich würde mich natürlich herzlich freuen, wenn ihr mit mir zusammen den zweiten Teil von Road Rash 3 auf dem Good Old Sega Mega Drive mit mir zusammen spielen möchtet. Ich wünsche euch was, ich bin euer Markus. Macht es gut, schwingt der Hut und ich freue mich, dass ihr nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ich bin raus.